Tja, die wollen, dass ich sie führe. Und ich schätze mal, dass sie wollen, dass ich sie zur Erde führe. Aber vielleicht wollen sie auch nur, dass du das denkst. Und was haben die da? Achso, weil wir die Markerkiller sind und dann werden wir tot. Oder was? Vielleicht, wenn wir hier bleiben, dann... Ach, was weiß ich denn? Vielleicht werden wir dann sterben oder so. Und wenn wir gehen, dann sterben wir nicht. Ja, und dann werden sie uns los, oder wie? Und ja, und die wollen denken... Die wollen dich denken lassen, dass du sie zur Erde führen musst, damit... Was ist denn jetzt los? Unterbrich ihn nicht, Spack! Erzähl weiter. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Und die wollen... Also die wollen, dass wir uns umbringen, anstatt dass wir weiterleben, weil wir sie noch aufhalten könnten. Genau. Ah. Kann ja sein, wer weiß. Könnte sein, ja. So, vielleicht spreche ich ihnen auch einfach zu viel Intelligenz zu. Ich hab dich schon verstanden. Nein, nicht dich, den. Den. Ach, hier. Entwicklern? Nein, die Necromorphs. Oh. Selbst jetzt sehen wir sie leuchtend hell, uns zu sich ziehend. Bald schon werden wir dort sein, werden wir uns vereinigen. Alle Welten werden verzehrt und eins. Wir werden alle vollkommen sein. Sag mal, waren das mal mechanische Arme auf dem Rücken? Sie irren sich. Was? Isaac, ihnen hat man auf der Ishimura ins Hirn geschissen. So oder so, ich werde diesen Shockpoint-Antrieb installieren. Ich lasse nicht zu, dass sie Ellie töten. Als sie als Danix Geisel sterben sollte, war es ihnen egal. Sie wussten, was auf dem Spiel stand. Es war überhaupt erst ihre Schuld, dass die Monde erwachten. Ach ja? Arschloch! Ja, das war... Arschloch. Ist okay. Ja, ein bisschen komisch aus, ja, so. Das sollen... Da gingen ihnen die Argumente aus. Das sollen wahrscheinlich die, manche von denen haben doch Stachel am Rücken. Ja, aber bei dem sah das so mechanisch aus. Ja, also wahrscheinlich künstlich rangemacht, irgendwie Metall oder so. Naja. Ab zum. Warum töte ich dich nicht eigentlich? Alter! Hallo. Ist doch ganz zart. Typ, du! Oh, das ist noch was. Noch mehr? Ja, aber die Raketen regeln alles. Sag mal, wo kommt ihr eigentlich her? Ach, ihr Spackels. Hinter dir. Stirbt. Wow, die machen aber auch ganz gut Schaden. Meine Fresse, ey. Auf einmal geht die Tür zu und dann kommen so eine kleine Mongos. Was soll das denn? Unglaublich. Unbelievable. Gut, das ist jetzt eine Tales of Graces F-Referenz gewesen. Was? Unbelievable? Diese Sharia, die sagt immer Unbelievable. Immer. So schön auseinander. Ganz toll. Voll spannende Geschichte, ne? Los geht's. Das kenne ich aber auch. Was? Dieses Unbelievable, aber von woanders. Ich hab schon wieder Monde im Gesicht. Ich auch. Ach, geht doch mal, Alter, die werden ja immer größer und. Kacke! Es wird schlimmer. Kommen Sie mir lieber nicht in die Quere. Ich will Sie nicht erschießen müssen. Oh, versuchen Sie es doch, Arschloch. Gehen. Wenn es sein muss, mache ich Sie fertig. Ja. Wenn ein Stiebein am Schlipp. Wir sind eh schon tot, also können wir eh alles machen. Und das hätten wir auch zum ersten Mal getötet, ne? Ach, ist ja. Friendly Fire wirklich an und wir haben die Möglichkeit, uns zu töten. Ach, wir sind wieder hier. Also, falls wir nachher in einer Situation sind, ne? Ja? Wo wir uns irgendwie bedrohen und E drücken sollen, tun wir es nicht. Wir drücken nicht E. E drücken. Gut, aber jetzt ernsthaft, falls das kommt, nicht E drücken. Wir müssen auch dann. Ja. Jetzt ist auf. Oh! Hast du was kaputt gemacht? Aber fürchtet euch nicht. Nein. Denn es gibt eine Zukunft. Wie vom Propheten. Wen müssen wir jetzt? Acht an? Ich denke mal, Achter Schatten. Ne? Ich will mal kurz gucken. Der Plan war gefährlich, aber einfach. Ich habe einen Adapter gebaut, der den Shockpoint-Antrieb mit dem Reaktor koppelt. Wir dachten, dass wir genug Energie erzeugen können, indem wir den Reaktorkern übersteuern. Ich schätze, wir werden es nie erfahren. Der Wahnsinn hat uns auseinandergerissen. Wir hörten auf, einander zuzuhören, zusammenzuarbeiten. Traurig, dass mein Glaube mich mein ganzes Leben begleitete und mich dann kurz vor meinem Tod verlässt. Es gibt keine Hoffnung auf eine Zukunft. Keine Wiedergeburt. Nur den Tod. Das ist nicht schlecht.
Hast du das gesehen hier an der Wand? Nee. Nächster Halt, Konstruktion und Reparaturen. Da stand ja Maintenance, ne? Aha. Und ab dem C wurde alles mit einem großen S übermalt. Maintenance. Nicht schlecht. Da hört man sie schon wieder flüstern. Ob unser Kumpel jetzt gleich wieder Hallo sagt? Ah, hier können wir dann doch nochmal hin. Yay. Woo. Die hat man nämlich vergessen. So, dann machen wir das hier auf. Oh, kleiner Raum. Das ist jetzt brutal. Wow. Okay, ich kam hier rein, aber jetzt komme ich nicht mehr raus. Jetzt komm da mal an mir vorbei, Isaac. Ich erschieße dich jetzt. Du kannst aber lange schießen. Boah. So, MK irgendwas. Die Fraktionsring. Ich habe keine Angst vor dem, was hinter dieser Tür ist. Ist das wieder ein... Nö, da kann man nichts machen. Okay. Noch nicht. Eine Bank? Oh, da gehe ich mal direkt hin. Oh, guck mal, da kommt ein Bot zurück. Okay. Müsste deiner gewesen sein. Ich such den Weg. Ah, da. Verriegelt? Hast du was aufgemacht? Nein. Der Reaktor sollte gleich hier sein. Und wenn wir dort sind... Sie irren sich, Carver. Die wollen doch nur, dass wir nach Hause fliegen. Oh, hören Sie sich eigentlich mal selbst zu, Mann. Sie sind total übergeschnappt. Sie werden diesen Maschinenraum nicht betreten. Nur einer von uns verlässt diesen Raum lebend. Das wird Ihr Ende sein, Mann. Wie bitte? Nein, nichts machen. Einfach nicht abschießen. Was ist das denn jetzt? Hallo? Jetzt sollen wir uns wahrscheinlich umbringen, oder was? Angeblich. Ach du Scheiße. Wo stehst du rum? Ich stehe auf der anderen Seite, du schießt auf mich. Ich schieß nicht auf dich, okay, also ist das wieder eine Illusion. Das bist doch du. Ja, ich schieß aber nicht auf dich. Doch? Nein. Doch? Mach ich nicht. Du schießt hier die ganze Zeit. Warte mal, du hast mich jetzt erschossen. Okay, das ist also ein Gegner. Alles klar. Also warst das gar nicht du, der echte Carver in dem Moment. Ja, wahrscheinlich. Okay. Nicht schlecht. Aber du hast gerade am Schluss zeitgleich mit dem geredet, deswegen. Okay. Naja, wahrscheinlich dann, als das Licht ausgegangen ist, hat der Marker uns einen Streich gespielt. Naja. Fand ich saulustig. Hier noch was? Ne? Crazy. Alles mitnehmen, außer den Kisten. Die Kisten auch mit. Rollen. Okay. Gehe ich erstmal gleich wieder an die. Und dann seinen Gegner direkt töten. Und okay, Bank? Machen wir das. Ich gehe was auslösen. Na, das löst ja eh erst aus, wenn du hier oben bist. Also. Recherch. Recherch. Das ist aber cool, dass ich dich umbringen darf. Hattest du dich dann treffen lassen oder was? Oder wie? Ja, ja, am Ende habe ich nicht geschossen. Ich wollte gucken, ob du das bist oder nicht. Nein. Der Reaktor sollte gleich hier sein. Und wenn wir dort sind, Sie irren sich, Carver. Ich habe die ganze Zeit hier gestanden. Die wollen doch nur, dass wir nach Hause fliegen. Oh, hören Sie sich eigentlich mal selbst zu, Mann. Sie sind total übergeschnappt. Sie werden diesen Maschinenraum nicht betreten. Nur einer von uns verlässt diesen Raum lebend. Das wird Ihr Ende sein, Mann. Ich stehe jetzt vor dir. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Und jetzt, pass auf, Licht ist aus und jetzt müssen wir uns eigentlich gegenüberstehen. Ja, nur eine Stelle des Satzes wurde per Übertragung eingespielt. Ja, da war ich zu weit weg von dir. Vermutlich. So, ich hab dich getötet jetzt. Also dein altes, dein anderes. Und hier ist nichts mehr übrig. Was? What the fuck? Was ist denn hier los? Ja! Alter! Das sind ja voll viele Isaacs. Drei Carvers, ich glaub's hackt. Fick dich, Marker, fick dich! Sie sind tot, Isaac, haben Sie verstanden? Ja. Ich lasse Sie von Ihnen nicht nach Hause führen. Ich werde tun, was ich verdammt nochmal tun muss. Ich finde einen Weg zurück. Alter. Nein! Niemand geht von hier weg! Halten Sie einfach still! Das gibt's doch nicht, Jetzt verpiss dich doch mal, Isaac. Stirb, Carver! Isaac, du musst sterben! Ja, Mann, ergänzt mal! Alter, wie viele sind denn hier? Was soll das denn? Bei mir ist jetzt keiner mehr. Bei mir backst du dich nur noch in der Gegend rum. Ah, jetzt ja, aber ich hab dich wahrscheinlich noch nicht getötet oder so. So. So, wo ist denn jetzt noch einer? Da hinten leuchtet. Nee, hier sind immer noch. Alter, was ist denn hier los? Nur Spaß. Yeah, übelste Breitenfunktion. Alter, manchmal kommt hier. Ja, jetzt backst du bei mir auch rum. Oh, jetzt musst du da hin.
Okay, down. Da hinten ist noch einer. Naja. Schön Midis schlucken. Spaß mit Kava. Mann, jetzt Alter, was ist los? Ich gebe meinen Kopf. Ich auch. Hi. Ach du Kacke. Die Erde kommt näher. Selbst jetzt können wir sie spüren. Voller Leben. Voller Marker. Aus jeder Welt, die wir verschlingen, erhebt sich ein neuer Bruder und wird vollkommen gemacht. Unser Netzwerk wird wachsen und wir werden ewig leben. Und da ist die Erde, ha? Ich, jetzt weiß ich, was du meinst mit vielen Monden. Hinter dir! Ach du Scheiße! Oh nein, er ist... Ich konnte nicht... Stirb! Okay, überall die Monde und da hinten ist die Erde. Ah, ne, ist noch so einer. Der Marker! Wir können ihn nicht töten. Ja, ohne ach du Scheiße! Schießen Sie auf oh, ihn. Jetzt, also aber, jetzt! Okay, Alter. Das sah schon noch vielversprechend aus. Müssen wir jetzt die ganzen Marker kaputt haben? Das kann gut sein, ja. Auf wen soll ich denn schießen? Ohne Spaß. Das war Ahnung. Wahrscheinlich, weil wir zu schnell waren mit dem Typi. Achso. Das könnte sein. Achtung, er ist hinter dir. Das Wasser ist jetzt mal hier ein Sucherbot. Ein Sucherbot. Mach mal. Oh, da hinten der geht. Zu schnell. Ich bin gerade mit dem Sucherbot beschäftigt gewesen. Denk mal, so. Viel Schuss auf dem Wasser. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich bin nicht gewechselt. Wo ist der Typ? Ah, ich weiß es nicht. Oh, hier kommt so ein... Oh, meine Fresse, ey. Hinter dir. Ja, schmeißt mir doch ins Gesicht. Der Sucherbot sollte uns mal helfen. Oh, da ist wieder unser ganz spezieller Freund. Ich fand das so lustig, dass man den setzen konnte. Ja, stell mal vor, hier kriegst du so richtig High-End-Sachen. Ja, das... Er glüht wieder. Na dann. Er glüht. Direkt an, voll der Weepers. Okay. Oh, hier sitzt er bei mir. Okay. Interessant. Oh, der lässt ganz viel Muni zurück, sehe ich gerade. Muni? Ja. Okay. Hör auf zum Lachen, Spack. Also, wir können ihn nur treffen, wenn der Marker kaputt geschossen wird, ne? Mhm. Ganz genau so sieht's aus. Der alte Cheater-Arsch. So. Nachladen schon mal für den Marker. Oh. Ja, welcher Marker wird denn jetzt leuchten? Wer ich denke, jeder. Ja. Und nur noch mal den Zip erwischen. So, zack, weg. Nachladen. Yes. Und jetzt? Okay, jetzt stürmt es ein wenig. Sieht schmerzhaft aus. Sie können den Propheten töten, aber nicht den Gott. Ihre Chance, die Erde zu warnen, ist gekommen und vergangen. Wir kommen. Wir sind hungrig. Wir sind hier. Wir sind die Reaper. Na, das war ja mal ein Spaß in Isaacs Wunderland. Sie werden uns finden. Uns verschlingen. Wir werden vollkommen. Ketzer. Toll, Isaac. Hast du auch ein Achievement bekommen? Ja. Wir haben ihn getötet. Wir hätten ihn aber auch leben lassen können. Meinst du? Ja, dann hätten wir auch ein Achievement bekommen. Woher weißt du das? Ach, weil, du hast dir durchgeguckt. Ja, ich hab mir die angeguckt. Isaac, sie leben. Ich dachte schon. Sie hatten recht, Carver. Sie hatten recht. Sie wollten uns nur aufhalten. Sie wussten von Anfang an, wo die Erde ist. Kommen Sie, wir müssen uns beeilen. Sie sind jetzt dorthin unterwegs. Hey, dann machen wir es wirklich? Ja, Carver, wir fliegen nach Hause. Und jetzt müssen wir diesen Shockpoint-Antrieb installieren. Ja, so ist das richtig hier. Ich hatte recht. Und du nicht. Ich habe nur Optionen dargelegt. Ach, Optionen dargelegt. Ja, leg dich durch die Stahlwand zurück. Du hattest Unrecht. Okay, ich lass dir das. Immerhin hast deine Frau und dein Kind verloren. Meine Liebe. Was genau machen wir mit dem Shockpoint-Antrieb? Die Ornithologen müssen einen Adapter gebaut haben. Sehen wir uns getrennt um. Klar, warum nicht? Das ist bestimmt eine gute Idee. Oben auch immer. Ach, kenne ich doch hier. Diese Wände kenne ich doch aus dem ersten Teil. Ich habe hier was gefunden. Schockantrieb installieren.
Okay, mal sehen, was passiert, wenn wir ihn zünden. Okay. Also bei mir sind die zum Aktivieren die die Plattform. Okay, dann machen wir, hau mal was rein. Nee, ja. Wir müssen beide drücken. Teilen wir uns auf. Wuhu. Scheiß Spiel. Super Idee. Wo kam die? Ich komm angesprintet. Von Izak. Ja, klar, hier. Ach, nee. Ja, da, guck mal, das ist deine. Da du ist hast deinen Sohn vernachlässigt. Ach, halt's mal. Gut gemacht. Was denn? Es hat Bumm gemacht. Wartungsmodus aktiviert. Jetzt? Abschirmung wird geöffnet. Warnung. Aha. Reaktor ist aktiv. Okay. Schädliche Radioaktivität registriert. Isaac, mach was. Halten Sie bitte einen Sicherheitsabstand zum Kern ein. Scheiße, was soll ich mit dem... Schieß das mal da rein in eine der... Nein, in eine der Öffnungen. Ach so. Ah. Funktioniert. Nein. Bam. Wir müssen die Leistung verdoppeln. Und wie? Wenn wir ein paar Kraftstoffkugeln finden, können wir sie direkt in den Kern werfen und eine Überspannung erzwingen. Funktioniert okay. Das auch? Ja, wenn das Schiff nicht vorher explodiert. Ha, wir sind richtig gut hier. Oh, was für ein Jung. Die Kühlkörper belüften den Kern. Was machen wir jetzt? Auf sie schießen! Wir müssen die Überspannung des Reaktors erzwingen. Welche Kühlkörper? Die großen gelben Dinger. Lüftung abgeschlossen. Genau das. Okay. Keine großen gelben. Dann brauchen wir jetzt wieder so eine lustige Kugel. Da hinten ist das bei dir. Wo? So, einen Moment. Ach, stasier du mal den Kern. Oder ich lach das gerade auf hier. Gut, ich stasiere. Zack. Warnung. Peng. Reaktorüberschwemmung. So, und dann hier rechts die Säule 100 weiter. Ach so. Komm schon, geh kaputt. Aha. Ah, einmal. Jetzt müsste. Es sind noch mehrere, deswegen. Ach so. So, zwei. Gut, eines ist übrig. Wie viele sind insgesamt? Drei? Drei, glaube ich. Aber fährt wahrscheinlich wieder rein. Da ist es. Sehr schön. Ist jetzt bei dir. Okay, ich mach's gerade auf. So. Ab so. So. Werd ich zu mir, Mistding. Sag mal, wo ist denn die offen? Es kommt keine Öffnung. Hat ich die wieder oben? Guck mal jetzt unten, Okay. Ist egal, wie man rein. Naja, nur weil unten kam gerade eine zu dir, wo du warst. Na dann. Yeah, das geht doch gut gerade. Au. Und dann das. Also irgendwas trifft ab und zu, aber macht keinen Schaden. Naja, irgendwas fliegt hier rum. Ja. So, die letzte Bombe habe ich auch. Okay. Ah, da kommt's. Halt. Warnung. Reaktorüberspannung. Lüftung initiiert. Noch mehr Überspannungen. Ja, wir machen sie richtig spannend. Die Überspannung. Das war der. Junge. Die Freude. Wo kam der denn her, ey? Ach, ich hab's heute mit deinen Spaß, also mit schlechten Witzen. Alter. Reaktorüberschwemmung. Tödliche Strahlungshöhen registriert. Papalapap. Bitte umgehend das Schiff verlassen. Die Strahlung wird uns verbrennen. Wir müssen zur Brücke und den Schock initiieren, bevor das Ding sich selbst in Stücke reißt. Wir sollten uns einen Ausgang suchen. Ja, sollten wir wohl. Reaktorüberschwemmung. Ich komme angeflogen. Tödliche Strahlungshöhen registriert. Bitte umgehend das Schiff verlassen. Bitte umgehend das Schiff verlassen. Wir sind schon dabei. Achso. Aufstoßen soll vielleicht. Können wir weiterschieben? Was? Ausstoß? Was? Okay, hier kommen zwei Tafeln. Ich glaube, wir müssen hier gleich drücken. Kann das sein? Was ist das? Oh ja. Ein Auspuffrohr. Sobald die Tür. Okay. Ausschluss. Ich unterbreche Isaac einfach mal ganz dreist. Oh, cool. Ist nix. Wow. Wir müssen da, glaube ich, ausweichen. Wir müssen uns noch überholen. Kein Scheiß. Oh, Scheiße. Fliegen Sie schneller. Was passiert, wenn wir am Bug des Schiffs ankommen? Halten Sie Ausschau nach dem Scheiße. Da müssen wir durch. Ist das überhaupt möglich? Vertrauen Sie mir. Schießen. Oh, fuck. Hilfe. Isaac. Karma. Ach, Mann. Aufschutzen zu vielleicht. Scheiße,
Naja, jetzt bist du wieder. So, jetzt ist noch. Nee, ich will nicht. Was sterben. Ist da? Hänger an meinem Leben. Okay. Es wird uns noch überholen. Kein Scheiße. Scheiß. Fliegen Sie schneller. Was ich mach doch schon. Wenn wir am Bug des Schiffs ankommen, halten Sie Ausschau nach einem Lüftungsloch. Da müssen wir durch. Schön durch die Mitte fliegen. Ist das überhaupt möglich? Vertrauen Sie mir. Wo kommst du jetzt her? Nach unten. Geh ganz nach unten. Oh. Isaac. Wieder an derselben Stelle. Ach, nee. Auf Ausschuss warten. Ja, Isaac, ey. So, dann lass uns nochmal auspuffen. Das macht so viel Spaß. Was ist das? Der Isaac wird immer wieder unterbrochen. So, jetzt machen wir's. Ich habe es im Urin. Es wird uns noch überholen. Kein Scheiß. Fliegen Sie schneller. Was passiert, wenn wir am Bug des Schiffs ankommen? Halten Sie Ausschau nach einem Lüftungsloch. Da müssen wir durch. Wohin jetzt runter, ne? Nee, zur Seite, zur Seite. Ja, ja, hier ist okay. Hier jetzt nach unten, jetzt nach unten, jetzt nach unten, jetzt nach unten, jetzt nach unten. Was? Ach, der Isaac, ey. Ausrufschutz sind also ich hab überlebt. Das was weg, ist das? Ein Auspuffrohr. Ja. Sobald die Türe sich öffnet, aktivieren Sie Ihre Düsen und dann nichts wie ab zur Brücke. Verstanden? Ja! Aktivier deine Düse, los! Ausschuss! Ich glaube, das war das Problem. Ah, vielleicht solltest du die Düse mal nicht aktivieren, wenn das kommt. Das wäre ihm wert. Jetzt wird wahrscheinlich ein Feuerstrahl. Es wird uns okay. Noch überholen! Das kein Scheiß! Fliegen Sie schneller! Was passiert, wenn wir am Bug des Schiffs ankommen? Halten Sie Ausschau nach einem Lüftungsloch! Da müssen wir so, durch! Ich mach mal hier ist Boost das überhaupt aus. Möglich? Vertrauen Sie mir! Jetzt einfach runter, ne? Ja, einfach runter. Ja, Boost war das Problem. Der Turbo Boost. Achso, okay. Okay. Und Free Climber. Auch das noch. Gehen Sie zum Cockpit, wir müssen starten, bevor es explodiert. Ich ja, bin unterwegs. Gefahr. Reaktorüberschwemmung. Bitte umgehend das Schiff verlassen. Ach, da müssen wir durch, okay. Okay, einfach ganz dreist der blauen Linie folgen. Okay. Gefahr. Quatsch jetzt mal. Reaktorüberschwemmung. Bitte umgehend das Schiff verlassen. Reaktorüberschwemmung. Bitte umgehend das Schiff verlassen. Na dann. Dann also los, los! Wir könnten auch in die Luft fliegen. Wir könnten auch wieder von Aliens gerettet werden. Drücken Sie jetzt den scheiß Knopf! Ab nach Hause. Carver. Psst. Hey, Carver. Wir sind fast da. Haben wir es geschafft? Ja. Kannst kaum glauben. Die Schock in 3, 2, 1. Orbitkontrolle der Erde. Hier spricht Isaac Clarke von der CMS Terra Nova. Er bitte Freigabe. Over. Haben Sie auch den richtigen Kanal? Das Ding ist über... 200 Jahre alt. Ja, nein, ich habe ihn geändert. Vertrauen Sie mir, es ist der Richtige. EarthGov Kommando. Hier ist Sergeant John Carver. Hören Sie mich? Ist da jemand? Seltsam. Abbauverkehrsnetz, können Sie mich hören? Luna Flugkontrolle, hier ist die CMS Terra Nova. Hört uns denn niemand?
Was? Okay. Was ist das für ein Kackende? Was soll denn der Scheiß? Jetzt wissen wir ja immer noch nicht, ob sie tot sind oder nicht. Jetzt wissen wir gar nichts. Ich habe gedacht, jetzt machen sie vielleicht wieder auf Taurolantis auf und das war's dann. Cliffhanger für Teil 4? Ja, wie wollen wir vor dem Riesenmond weg? Keine Ahnung. Isaac schafft das schon. Ja, vielleicht, ja, weiß ich nicht. Vielleicht Dead Space 4 oder für einen weiteren DLC. Wie hast du das gesehen? Der eine Mond, der hinter der Erde aufgetaucht ist. Hat der an der Erde rumgenuckelt oder ist er einfach nur aufgetaucht? Nee, das sah so aus, als ob der aus der Erde kam. Okay. Hat nämlich von den Tentakeln her so ausgesehen, als wären die in der Erde drin. Ja, das kann ja sein. Ich habe gehört, aus der Erde. Naja, deswegen. Das würde ja das mit dem Rumnuckeln dann ein bisschen. Kurz und knackig. Ich fand ihn nicht schlecht eigentlich. Ja. Manchmal knackig. Aber für 10 Euro? Also ja, für 10 Euro viel. Ist es teuer, finde ich. Ja. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, 2 Stunden waren das jetzt vielleicht? Dann sollte ein bisschen Closure noch dabei sein. Also nicht was jetzt wirklich. Ja. Also nicht mal 2 Stunden. Sowas sollte man als kostenlosen DLC vor dem 4. Teil bringen, zum Beispiel. Ja. Okay. Ja. Schlecht. Ich bin auf jeden Fall gehypt für den 4. Teil. Bin ich ja mal gespannt, ob das so der Cliffhanger sein soll, wenn man dann auf der Erde gegen Necromorphs kämpfen muss. Gut, ob das jetzt viel anders wird, das ist dann noch was anderes, ne? Keine Ahnung. Kommt das Dead Space MMO. Genau. 2 Fraktionen. Die Isaacs. Die Carvers oder was? Nee. Es gibt 3 Fraktionen. Naja. Carver muss eine eigene bekommen. Salami. Die Salamis, ja. Okay. Schade, ich habe noch mehr erwartet von Zeit. Ja, ich dachte, da kommt noch was, ja. Wir waren einfach zu schnell. Es ist jetzt irgendwie... Ich hätte gern mehr gesehen. Mich würde jetzt interessieren, wie es weitergeht. Also, ja. Sowas von. Direkt mal googeln, wann Dead Space 4 kommen soll. Ja, habe ich vor ein paar Tagen gemacht, stand mal nichts. Gar nichts? Das steht auch immer nur, es wird. Dead Space ist noch nicht hoch und man arbeitet eventuell daran. Also nicht mal eine Ankündigung oder sowas? Oder? Nee. Okay. Da muss ja noch was kommen. Aber wenn, dann auch erst nächstes. Irgendwann nächstes Jahr. Frühstens. Weil dieses Jahr wäre ein bisschen knapp. Hat trotzdem was von Mass Effect. Ja, das stimmt. Also diverse Szenario-Parallelen findet man doch schon. Aber ist natürlich was ganz anderes. Ja, ist ein anderer Entwickler, aber... Beides extrem Flair und Atmosphäre. Ja. Aber in komplett verschiedenen Genres. Also, ja. Das stimmt. Also ich fand es gut, auch wenn... Also für 10 Euro ist es echt teuer. Ja. Vor allem, da wird das Hauptspiel für, keine Ahnung, schon... Deswegen, Leute, wenn ihr jemanden kennt, der überlegt, sich den zu kaufen oder nicht, sagt einfach, ihr sollt diese IP dabei. Genau. Dann ist gut. Dann ist, oder warten, bis es wirklich billig ist. Aber vorher gucken. Ja, definitiv. Warten wir auf nächstes Jahr Black Friday. Genau, vielleicht kommt ihr dieses Jahr auch nochmal hin. Na, vielleicht. Wer weiß. Ich glaube, das ist von der Ankündigungszeit wieder zu gering. Der hier, der wurde, glaube ich, 3 Monate oder 4 Monate im Voraus schon angekündigt. Vielleicht. Warte. Die Credits sind noch nicht durch. Da kommt noch was. Vielleicht kommt noch was. Das stimmt, das kann natürlich sein. Fällt mir mal gerade so ein. Oder kann man ja überklicken? Nein. War ja bei Dead Space 3? Dead Space 3 auch so. Das Spiel, das wir vor kurzem beendet haben. Was? Ja, das ging so schnell. Ich dachte, wir haben mit dem DLC angefangen. Ab morgen fängt dann an Dead Space 3. Let's play together. Grüner Bus. Auf, ist noch mehr als schwer? Ja, klar. Auf, ja, klar. Die Schwierigkeitsstufe, ja, klar. Ja, da saß du so oft. Ja, klar. Ein Schuss tot. Ja, klar. Das geht noch unmöglich, glaube ich. Fast, jetzt mein Kumpel hat ja klar unmöglich Dead Space 1 mit dem Plasma-Kataroli probiert. Ja, der Heddy, der ist nicht schlecht, ne? Das wäre ja nichts für mich. Ne? Ne.
Okay, nee, nimm Brote. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt unmöglich mit Plasma Cutter Only, dann wäre ich ja jetzt noch wahrscheinlich bei Dead Space 1. Ich dachte, du meinst ihn jetzt gerade. Nein, ich meine jetzt also... Ja, unmöglich ist zu heftig für mich auch. Also schwer, dann hört es aber auch auf. Also die, die das spielen, die haben echt zu viel Zeit. Oder können es? Nein, die haben zu viel Zeit. Okay, beleidigen wir ihn. So machen das YouTuber. Wir beleidigen andere. Genau, wenn die was besser können, erstmal beleidigen. Ach ja. Naja. Ach. Wir müssen die Credits irgendwie rumkriegen, ja. Motion Capture Term. Ach Gott. War das ein Name? Angie Vince? Hoose of Movies. Das machen wir uns auch noch über die. Layout Animator. An den Mitprodukt. Ach. Pipeline, ne? Ich mach mich nur über die Überschriften, muss ich nicht über die Namen. Name. Ja, ja, klar. Trui Reinholds, jetzt fangen die Namen an. Fazit. Guck mal, das Fazit-Team ist auch dabei. Ach, ja. Ach, Mensch, ich habe die ganze Zeit auch 60 Leslie Frames. Leslie Kaya bei... Kaya, ja, schöne Namen. Chad Schonova. Schonova. Global Online Studio. Kirschen. Ja, wer war ey, Kirschen? Du bist auch so eine Kirsche. Kirsche? Kirschen. Kirsche? Kirsche. Auf geschissen, das sind alles leckere Dinger mit Rotfrucht. So. Kirschen, fertig. Kirsche. Eine Sonnenkirsche. Gut, und bei uns im Saarland See, wenn der Platz schwächt, ist das immer eine Kirsche. Ja. Daher kommt das. Und da ich nicht komplett Hochdeutsch rede in den LPs, wird sowas halt mit übernommen. Das Lustige ist, ich habe schon zwei Kommentare geschrieben bekommen, dass ich immer Kirsche sage. Ja, das merken die Leute. Ja, das ist mir aber egal, ob ich Kirsche oder Kirsche sage. Ja, nee, nee. Ja, nee. Ja, nee, klar, das ist nicht die. Ja, nee, du! Haben wir ja hier bei den Ethnologen. Ja, aber ich rede ja auch nicht komplett Hochdeutsch. Doch, tust du, 100%. Nein, Durchschnitt. Doch, tust du. Durchschnitt. Bäckchen. Halt die Fress. Halt Maul. So, ja. Nee. Das ist ein Wort. Die Credits sind immer noch nicht vorbei. Jetzt kommen nämlich die French Talents. Mit den Worten hätten wir das LP abschließen müssen. Nee, also mir ist mir doch egal, ob wir jetzt hätten müssen oder nicht. Naja. Ach ja. Kommt wahrscheinlich eh nichts mehr. Das kann sein. La Furcal. Mhm. David Cooper. Extra Capslock, damit es auch jeder sieht. Capslock? Nein, der war groß geschrieben komplett bei mir. Achso, ja. Der Kruger. Achso, der Wien. Hat er bestimmt extra gemacht, der Bursche. Ja, ja, ja. Ja, und sonst so? Schönes Wetter. Ja, ein bisschen dunkel, aber sonst, ja. Ein bisschen kühl. Muss Licht dann machen. Ein bisschen kühl, ja. Ein bisschen Hunger. Muss also, was essen? Ja. Ah, ich warte noch gerade, bis die Credits rum sind. Ach, die geheime Secret-Szene gezeigt wurde. Die wahrscheinlich... Pass auf, die geheime Secret-Szene wird sein, ein Schwenk aufs Hauptmenü. Hey. Isaac! Isaac! Hilfe! Ich bin schwach. Von Elle. Dödel, was? Was? Das kam jetzt... ich hab's schon gesagt, als ich bin schwanger rausgehauen hattest. Ach, Ellie ist schwanger von Ellie. Hm? Ja, das nennt man Konvergenz. Who knows? Oh mein Gott. Was da noch so passiert? George, George, George! Ey, ganz ehrlich, das Spiel, also es ging jetzt anderthalb Stunden oder so. Die Credits sind ja fast länger als das komplette DLC-Let's Play. Oh Mann. Warum haben denn da so viele Leute mitgemacht? Tja, na, da wird doch mal alles aus dem Standard-Let's Plays mit reingehauen hier. Die haben keine neuen Credits gemacht. Kleinen Specialist, dann haben wir noch Analytiker, dann haben wir Tester. Alexandru, Alexandru, Alexandru. Dreimal Alexandru Tester, okay. EA Digital Platform. Pinamar. Der Online-Test-Group hat verschissen, sag ich dir. Geiler Name. Ramanjaru Pinamanjaru. Schöne Namen. Ich liebe es manchmal, diesen Namen zu lesen, ey. Das ist auch ganz simpel. Namsch. Jordan und William Juni. Und jetzt setzen wir aber kurz vor Ende. Jetzt sind wir kurz vor Ende. Okay. Jetzt kommt gleich die Secret-Szene. Die Secret-Szene aus Departed. Production Base.
passieren, okay? Special thanks. Zoe Meme Kalusch. Hi, von Lo. Zoe Meme Kalusch, sorry. Schöne Name. Popsound. Ah, es fängt wieder die Musik an. Das heißt, ihr könnt jetzt starten, das ist erst richtig, Leute. Nochmal 10 Minuten voller Spannung. Ja, weil wir nicht wissen, was wir groß noch zu dem Schmarrn sagen sollen. Wir haben schon das Fazit gezogen. Wir hatten schon mal ein Fazit über das PS3 gezogen. Wir reden über das Wetter, über Essen. Ja. 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 Über unsere Beziehung im Sinne von zukünftigen Let's Plays haben wir auch schon geredet gehabt letztens. Haben wir das? Ja, nie wieder. Achso. Also ich habe ja auch da auf, was war es, Ask.fm oder so, ich glaube da geschrieben, also zukünftig wäre ich auch nicht abgeneigt, ne? Hast du auf Ask.fm geschrieben? Ja. Da könnt ihr mal gerne vorbeischauen, Leute. Da könnt ihr mich jeden Scheiß fragen. Mal gucken, ob ich antworte. Können wir noch Schleichwerbung einbauen? Worauf hast du das geantwortet? Hat irgendwas von mir? Nein, nein, irgendjemand. Entweder war es Evil Bloody Eyes oder irgendjemand anonymes. Er hat gefragt, wem ich gerne Together machen würde oder vorstellen kann. Achso. Halt mit dir und dann noch zwei, drei anderen. Ja, da gibt's bestimmt, da gibt's auch das eine oder andere Spiel, das man auch spielen kann. Bestimmt, ja. Nächstes Jahr dann. Wenn du mit deinem frühestens. Ja. Bam! Das war die Secret Szene. Yeah! Leck mich am Arsch. Wow. Ich hab's bestimmt kaputt gemacht, als ich meinen Monitor gerade ein bisschen mit dem Finger sauber gemacht habe. Na toll, ey, super. Dafür haben wir gewartet. Dafür haben wir gewartet. Naja. Gut, kurz und knackig würde ich sagen, ne? Hau da rein. Das war's mit Dead Space. Also Leute, macht's gut. Ich bin raus. Tschüss. Ciao.